An der Universitätsbibliothek Gießen haben wir uns schon einige Zeit vor dem Projekt mit Makerspaces und 3D-Druck beschäftigt und überlegt, ob und in welcher Form diese Themen in einer wissenschaftlichen Bibliothek wie der unsrigen einen Platz finden könnten. Beim Besuch etablierter Makerspaces wurde jedoch schnell klar, welch hohes Know-how und welcher personelle und organisatorische Aufwand hinter einer solchen Umsetzung steckt. Die Ausschreibung des 3D-Pilotprojektes klang daher vielversprechend. Ein Hardware-Paket samt Rahmenkonzept würde zur Verfügung gestellt werden und wir hätten die einmalige Gelegenheit, uns nicht nur unverbindlich, sondern auch unter fachkundiger Begleitung an der Umsetzung zu versuchen. Für uns war klar, wir bewerben uns. Das Projekt war für uns und unsere BesucherInnen ein Experiment. Persönliche Weiterempfehlungen, ein im Foyer aufgestellter, 3D-gedruckter QR-Code zur Projektseite und ein kleines Video sorgten wochenlang für eine volle Auslastung während unserer Öffnungszeiten. Spannende Anwendungsfelder ergaben sich vor allem im Bereich der klassischen Archäologie. Zum Beispiel wurde Anschauungsmaterial für den Schulunterricht gedruckt. Einige 3D-Drucke fanden sogar ihren Weg als nachträglich kolorierte Objekte in die Ausstellung Die Klassifizierung der Welt. Das Pilotprojekt hat gezeigt, wie wichtig ein niederschwelliger Zugang zur 3D-Technologie ist. Um diesen zur Verfügung zu stellen, ist neben Hardware und Räumlichkeiten auch Personal erforderlich. Die Beteiligten hatten zwar keine Vorkenntnisse, waren aber bereit, sich einzuarbeiten. Um den 3D-Druck dauerhaft anbieten zu können, setzen wir auf die Eigenverantwortung der Nutzenden. Diese können den 3D-Drucker nach einer Einführung weitgehend selbstständig bedienen. Die Betreuung erfolgt in erster Linie über ein begleitendes Projekt in unserem GitLab. Was mich persönlich am meisten überrascht und gleichzeitig begeistert hat, ist, wie sich mein Denken verändert hat. Habe ich früher zum Beispiel ein Ersatzteil lange im Internet gesucht und bei Erfolg bestellt, kann ich es heute dank 3D-Druck passgenau selbst konstruieren und herstellen. Das Pilotprojekt war an der UB Gießen ein großer Erfolg und es konnten wichtige Erkenntnisse für ein dauerhaftes 3D-Druckangebot gewonnen werden. Aktuell läuft der Bestellprozess für 2 eigene 3D-Drucker, mit denen ab Mitte 2023 die zweite Pilotphase starten soll. Mittelfristig ist die Einrichtung eines kleinen Makerspaces geplant, der neben dem 3D-Druck weitere Möglichkeiten bietet, aber auch Umbaumaßnahmen erfordert. Wir danken dem Makerspace Gießen, MAGI, dem Landesverband Hessen im Deutschen Bibliotheksverband und der Hessischen Fachstelle für öffentliche Bibliotheken für den Anstoß und die großartige Unterstützung.